So, Freunde, herzlich willkommen zurück zu Zelda Twilight Princess. Wir haben jetzt das Master Schwert. Und das hat direkt seine volle Kraft, also wir müssen nicht erst die Kraft zurückholen, wie bei anderen Teilen. Zum Beispiel bei Wind Waker oder Breath of the Wild. Bei Breath of the Wild war das nicht so. Ah, ihr wisst, was ich meine. Es ist voll funktionstüchtig. Hat noch TÜV neu. So, jetzt können wir auch endlich hier raus, richtig? Richtig. So, wie gesagt, Notizen habe ich immer noch nicht. Die hole ich mir irgendwann mal. Oder wir machen das Ganze. Ich mache erstmal das, was ich sehe. Was Hellstyle-mäßig angeht. Und Schattendinger. Oh, lol. Nein, 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 nein. Nicht warten. Drecksack. Kann man nur mit Wolf besiegen. Perfekt. 20 Stück brauchen wir erstmal von denen. Das ist natürlich zu überlegen. Muss ich hier noch was machen? Schattenspiegel, das heißt, ich muss doch in die Wüste, oder nicht? Aber erstmal gehe ich zurück nach Hyrule. Oder muss ich hier erstmal nochmal weg? Ich bin gerade so unentschlossen. Ich weiß gerade gar nicht, wie es weiterging von der Story her. Ich weiß nur, dass der Spiegel in der Wüste ist. Oh, nur im Laggen immer. Jo, Legala, wo bist du? Der Postbote. Hallo, Link. Ich hab Post für dich. Hier, Absender Thelma, sagt dir das was? Ja, da wollte ich gerade hin tatsächlich. Also es wäre erledigt und ab die Post. Weil der Postbote ist, wisst ihr. Oh, Thelma, Thelma, Thelma. Dringend. Hallo Link, im Moment befinden sich in meinem Laden einige Leute, die dich unbedingt vorstellen muss. Bitte komm so schnell wie du kannst. Meine Freunde werden sicher auch dir eine große Hilfe sein können. Also lass sie nicht zu lange warten. Wir treffen uns im Wirtshaus von halber Stadt. Okay. Das machen wir. Aber erstmal hole ich mir die nächste Attacke. Ich weiß nämlich, wo die ist. Und ich spende nochmal ein bisschen Money. Für das Herzteil. So. Komm schon, Herzteil. Für Nächstenliebe. Echt jetzt, wie viel will der haben? Ah, scheiß drauf. Ach, scheiße, reicht immer noch nicht. Schade, schade, egal, dann ist das halt eben so. Ich muss aber kurz. Wo war das denn hier? Muss ich da raus? Vermutlich schon. Nee. Das war falsch. Dann war das vielleicht Ost. Vielleicht war das im Norden oder im Westen. Nicht Westen, Norden oder Süden. Ja. Ja, was laber ich denn? Süden. Im Norden ist ja das Schloss. Hier muss der Hof sein.
Papa verkauft frisches Gewässer, aber in letzter Zeit kommt keine neue Ware, deshalb hängt er den ganzen Tag am östlichen Tor rum. Wenn ich mit ihm rede, seufzt er einfach nur. Ich mache mir so wirklich Sorgen um ihn. Wenn das so weitergeht, nimmt es ein böses Ende mit meinem Papa. Kannst du denn nicht irgendwas tun? Wenn wir schauen mal. Ich muss eh dahin. Ja, genau. Hier muss ich hin. Oh, warum leckt das denn so? Das ist komplett. Also. Warte mal, hier gab es auch ein Herzteil. Oder irgendeine Truhe. Und zwar. Was war das denn? Das war doch. Irgendwo hier. Bruder! Komm schon. Arsch. Lass mich da hoch. Ja, komm. Das Spiel liebt mich. Genau. Warte mal, stopp. Ja, und jetzt? Muss doch einen Grund geben, warum ich mich hier dranhängen konnte. Warte mal kurz. Ah, verstehe. Genau, das können wir nämlich hier lang. Genau, dann muss ich doch vermutlich wieder zum Mensch werden. Und mich hängen lassen. Lasst euch hängen, Leute. Nein, natürlich nicht. Boah, davon soll er erstmal kommen. Weil die Funktion wird kaum verwendet hier in dem Spiel. Ja, ja. Es wird langsam dunkel. So. Und hoch mit dir, mein Freund. Jetzt gehen wir hier lang. Und da ist eine Truhe. Perfekt. Oh. Nur für Geld, okay. Kein Problem. Wie kam man an die Truhe dran? Von oben? Kein Plan. Ich ignoriere die erstmal. Ein Marienkäfer. Okay, sehr gut. Ich hab da wieder zwei von denen. Ah, Agneta, hallo. Oh, verzeih. Tut mir leid, aber ich bin gerade auf dem Heimweg. Wenn du mich sprechen möchtest, komm doch bitte in mein Haus. Ja, okay. Sie hat auch nach Insekten gesucht. Was ist das hier? Okay, bloß nicht da rein. Dann lande ich wahrscheinlich im Hyliasee. Hallo Wölfchen, was geht? Und wieder begegnen wir uns. Die nächste okkulte Kunst, die ich dich lernen will, ist die beste von allen. Allerdings wird sie dich von enormer Kraft kosten. Willst du die Technik trotzdem erlernen? Natürlich. So soll es sein, aber zuvor zeigt mir der Rundumhieb. Bitteschön.
Sehr gut, du hast ja meine Kultekunst tatsächlich zu eigen gemacht. Was ist denn die vierte Kultekunst? Entweder Helmspalter? Ja, Helmspalter, ja. Die Attacke hat man zuallererst bei Windwaker gesehen. Bei Gegnern, die du trotz schwerer Rüstung sehr flink sind, ist es unmöglich, mit Rundumhieb auf ihre Rückseite zu gelangen. Solche Gegner stößt du zunächst mit einer Schildattacke zurück und drückst dann A. Schwingst du dich von oben, kommt den Schwert über den Kopf deines Gegners und triffst ihn von hinten, während du auf ihn herabschaust. Da war irgendwie gerade ein Schreibfehler. Das ist der Helmspalter, versuch's mal. Ja, ich mag die Attacke auch sehr. Das war gut. Vergiss nicht, direkt nach der Schildattacke A zu drücken. Damit hast du die vierte Kultekunst in Helmspalter erlernt. Yeah. Nun gibt es noch drei okkulte Künste, die du lernen musst. Über dich täglich im Schwertkampf. Nur so wirst du die okkulten Künste tatsächlich meistern. Bis zum nächsten Mal. Euer Katsuro. Mein Spaß. Okay. Überleg gerade, ob es hier sonst noch was Wichtiges gab. Mein Kollege. Oh, bist du etwa dieser Mensch, von dem mir andere Koronen berichtet haben? Aber schau dich nur mal diesen Felsen an, ob es hier einen Erdrutsch gegeben hat. Warum bist du eigentlich hier? Wolltest du etwas hier durch? Wenn ich jetzt das Quellwasser trinke und wieder zu Kräften kommen würde, könnte ich diesen Felsen vielleicht beseitigen. Wenn du Quellwasser hast, sprich mich nochmal ruhig an. Ja, okay, er braucht Quellwasser. Da hinten sehe ich auch noch was. Ja, genau, hier wollte ich nochmal hin. Sorry, Leute, es tut mir so leid, dass es hier so ultra laggt. Das liegt aber an der ROM. Oder an irgendwas an meiner Hardware liegt es nicht. Hä? Konnte das denn passieren? Ich liebe die Musik, ne? So viel Liebe steckt. Es ist das, was mir in Breath of the Wild so fehlt. Also es gibt da gute Soundtracks, aber keine Ahnung, irgendwie hypt mich das nicht so krass wie hier die Musik. Vielleicht bin ich auch einfach ein Nostalgiker. Das kann natürlich auch sein. So, nochmal ab in die Stadt und ab zu Thelma. Thelmas Wirtshaus. Jo, was geht, Leute? Ich bin's. Link. Link, da bist du ja. Na? Ich hab dich schon erwartet. Du kommst übrigens genau zur rechten Zeit. Wir haben gerade über dich geredet. Alle mal her, und ich will jemanden vorstellen. Das hier ist Link, der, von dem ich euch schon so viel erzählt habe. Du erinnerst dich doch. Das, was ich dir erzählt habe, oder? Meine Freunde und ich, wir wollen etwas für Hyrule tun, weil wir hier in letzter Zeit einiges schief läuft. Einer von uns ist allerdings gerade unterwegs, um etwas über die Gerudo-Wüste im Westen zu erfahren, ein mysteriöser Ort. Raffler heißt er. Ein netter Alter, du solltest ihn kennenlernen. Ihr würdet euch bestimmt gut verstehen. Hör mal, jetzt bist du extra hier. Da kannst du dich ruhig ein wenig entspannen, bevor die Reise weitergeht. Unterhalte dich doch einfach noch ein wenig mit den Leuten. Okay. Gute Unterhaltung. Okay, die Karte. Gibt es da was Neues? Ah, okay. Raffler versucht gerade in der Nähe des Videos jetzt etwas über die Corona-Wüste zu erfahren. Ja, okay, da wolltest du sowieso dann als nächstes hin. Hey, hallo, du bist auch Link, oder? Mich nennen die Leute hier Jago. Schön, dich zu sehen.
Der hat mich alle über deine Taten berichtet. Anscheinend bist du ein richtig großer Kämpfer. Ich bin mehr der Bücherwurm, im Kampf leider nicht ganz so gut, wie ich gerne wäre. Na, zumindest kann ich dir alles über die Geschichte Hyrules und seine Mythen berichten, wenn du dich dafür interessierst. Ben Drowned ist doch real, oder? Sag's mir. Oder? Spaß beiseite. Ich bin Ashley. Meine Kindheit habe ich in den Bergen verbracht und mein Vater hat mich gelehrt, wie ein Soldat zu denken. Deshalb bin ich manchmal etwas ungehobelt. Nimm es besser nicht persönlich, ja. Übrigens gibt es etwas, das ich dir besser sagen sollte. Die Berge im Norden von Hyrule, die Schneeberge, sie sind anders als alle Berge, die ich kenne. Ich weiß da noch nichts Genaues, aber dieses Gebirge ist irgendwie nicht normal. Dort reagiert das Böse. Ich sag dir Bescheid, sobald ich etwas herausfinde. Für den Augenblick sollst du diese Berge aber auf jeden Fall meiden. Okay, danke. Es ist der Postbote schon wieder in der Ecke. Was soll ich nur nehmen? Hauptsache irgendwas mit Fleisch. Aha. Ja, Thema hat auch nur Fleischhändler im Angebot, sehe ich. Ach stimmt, es ist ja Nacht geworden. Stört mich eigentlich nicht, weil dann kann ich noch ein paar Geister jagen. So Luigi's Mansion-like. Okay, lass mich kurz noch überlegen. Kann ich hier noch eine Sache machen? Hier vielleicht? Erstmal noch ein paar Käfer abgeben. Ah ne, das ist die Wahrsagerin. Ja, zu ihr will ich nicht. Auch wenn die mir sagt, wo Herzteile sind. Und die sagt einen, wenn du storymäßig nicht weiterkommst, wo du als nächstes hin musst. Agneta. Agneta. Bei manchen Jungs ist sie ein Magneta. Oh, Digga, halt einfach die Fresse. Kann ich dir vielleicht irgendwie helfen, Io? Ich möchte meine goldenen Freunde zeigen. Die sagt bestimmt immer wieder dasselbe, oder? Boah, ich wünschte, ich hätte irgendwann so viele Leute, um eine richtige Synchronisation zu haben für, für ein Spiel. Das wäre doch ultra geil. Was war denn jetzt los? Die Schnecke? Hab ich zu schnell B gedrückt oder wie? Okay, mach's gut. Alles klärchen, dann können wir jetzt noch eine Sache machen noch. Es gibt noch ein paar Sachen, die ich gerne machen will, bevor ich jetzt weiterspiele. Also, ich bin durch die ganze Zeit, aber storymäßig. Es gibt noch ein paar Sachen, die ich gerne erledigen wollen würde. Moin. Einfach mal durch den Mann gelaufen. Alles ist im dichten Nebel gehüllt. Ja, junger Freund, willkommen im Reich der Träume und Hoffnungen. Hier kannst du dich fühlen wie ein echter Star im Zirkus und gleichzeitig tolle Preise gewinnen. Ja, du hast richtig gehört, kein Scam. Hier kannst du dich bei der Star Challenge vergnügen. Die Regeln sind ganz einfach. Sammle alle Sterne schnellstens ein, bevor die Zeit abgelaufen ist. Schaffst du es doch, oder? Warum sind manche Buchstaben grün? Das ist doch Scam. Also, was ist, sei kein Trauerkloß. Für lumpige 10 Rubine kannst du dich herausstellen. Bist du dabei? Okay. Danke, danke, junger Freund. Das Spiel fängt an, sobald du den Käfig betrittst. Also, gib alles. Alles klar, dann los. Okay. Ich zeige ihm, wie das geht.
ein Minispiel, was eigentlich ziemlich lustig ist. So, warte mal kurz. Ah, so viel Zeit hat man ja gar nicht. Ist aber auch easy. Bitteschön. Unmöglich. Das ist ja fantastisch. Ein neuer Star wird geboren. Und mein Invest bekommst du natürlich auch hier, bitte. Großer Köcher. 60 Pfeile. Also gut, der nächste Level wird speziell für dich entworfen und für niemanden sonst. Also besonderer Service für echte Stars. Du sollst dir nicht entgehen lassen, ein echter Knaller. Dann wirst du sicher die Zähne ausbeißen und ich bekomme all dein Geld. Lass mal testen. Achso. Du wirst gerupft. Warum sagt man sowas? Du bist gerupft. Oh mein Gott, da ist er ja. Hi. Und tschüss. Die Frage ist, es gab irgendwann ein Level, da konnte man nicht mehr weitermachen, weil das dann, da brauchte man noch ein Item. Oh, sei gegrüßt. Ich hab dich schon erwartet, junger Freund. Dieses Challenge ist wie für dich gemacht und kostet dich nur 15 Ruine. Der Preis ist natürlich höher gegangen, weil du Famer bist. Willst du die Herausforderung annehmen? Jo. Danke, junger Freund. Das Spiel fängt an. Ich glaube, ab hier schaffe ich das schon nicht mehr, oder? Nee. Alter. Nee, hier brauche ich einen doppelten Haken. Also, das schaffe ich niemals. Mit Fangirls schaffe ich das. Schaff's einfach nicht. Ich würde trotzdem sagen, ich habe mich gut angestellt. Oh nein, was für ein Jammer, junger Freund, aber du hast verkackt. Der Weg zum Muster ist lang und steinig. Also ein echter Star müsste schon von Gitter zu Gitter fliegen können. Ja, okay. Okay. Da brauche ich das nächste Item für. Okay. So. Wir sind schon bei 24 Minuten, je nachdem, was rausgekattet wird. Aber ich mache heute mal 30 Minuten. Weil so viel wird heute eh nicht mehr passieren. Alter, wie viel Geld will der denn haben? Gib mir Liebe, Junge. Ich gebe dir so viel Geld. Meine Fangirls sehen, wie ich das ganze Geld ausgebe. Endlich. Danke, Bruder. Muss los. So, next. Gehen wir. Nach hier oben. In die Zuckerhöhle. Weiß nicht, die Ebene leckt zum Teil. Das ist nervig. Aber naja, kann ich gerade absolut nicht verhindern. Okay. Oh. Mies. Perfekt. Aha. Genau. Hier unten gibt es nämlich auch noch was. Kann ich das wegsprengen? Ja. Ein Gerone unter Wasser. Das ist eigentlich ziemlich unlogisch. Endlich draußen, vielen Dank. Hat er mich mittags ein bisschen hingelegt und war auf einmal in diesen Lavastein eingeschlossen. Mann, das ist ein Albtraum. Aber ich sollte mich wohl erstmal bei dir bedanken. Mehr ist das hier habe ich leider nicht. Kannst du es hoffentlich damit was anfangen? Eine Bombentasche. Ich dachte, Goron haben immer eine Wasserschwäche. Warum kann er jetzt unter Wasser leben? Das ist total unlogisch.
Zumindest bei Majora's Mask konnten die Goron nicht unter Wasser. Aber das wollte ich nicht. Oh, oh, oh. Boah. Knappe Nummer. So, hier gibt es natürlich auch noch ein paar Geister. Natürlich keine echten. Wobei eigentlich schon. So. Nein, 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 nein. Eigentlich wollte ich noch da oben bleiben. Okay. Ah, ich verdrück mich als. Okay. Eigentlich wollte ich nochmal da hoch, weil da oben sehe ich einen Geist. Ach komm, wo denn? Perfekt. Kannst du nochmal? Danke dir. Hab ich dich. Nein, oh Gott, fall da bloß nicht runter. Genau deswegen wollte ich nicht runterfallen. Also am Anfang. Hä? Da hinten? Ich dachte, die wäre immer ein Geist gewesen. Ich glaube, mich geirrt, der war auf der anderen Seite. Gut, dann hat sich das schon mal erledigt. Und wir gehen erstmal hier hin. Nein! Nein, pack ihn! Pack ihn dir! Pack ihn! Link! Link! Danke! So. Komm mal her. Die sehen aber komisch aus. Boah, Alter! Gib mir die Seele wieder, du Schuft. Danke dafür, Kollege. So, okay. Dann würde ich mal sagen, war es das mit dieser Episode. Wenn euch dieser Part gefallen hat, liken, abonnieren. Ne? Wie gesagt, alles kostenlos. Und ich würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Ciao.